Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Manche Betrunkene werden aggressiv und provozieren. Andere werden melancholisch und weinen. Ich werde lustig und falle einfach irgendwann um. Was haben Sie da? Eine AK-47. Nein, das andere. Oh, das sind Kekse. Die dürfen Sie nicht mit ins Kino nehmen. Shitstorm. Tornado fliegt über Klärwerk. Nein, Newporn, ich möchte jetzt nicht Poker spielen. Ich bin auf der Arbeit. Ich dachte, ich habe schon alles gesehen. Aber nun halte ich eine Bewerbung in der Hand, in der steht Geburtsort Krankenhaus. Tötet mich. Alter, wie viel Red Bull hast du getrunken? 7 Dosen. Du zitterst echt krass. Ich schmeck Farben, Alter. Ich weiß nicht, was ich von Abtreibung halten soll. Einerseits bin ich dafür, weil Kinder sterben, andererseits aber dagegen, weil Frauen eine Wahl haben. Biathlon ist die perfekte Sportart für Franzosen. Schießen und dann abhauen. Dieser Moment, wenn ein Satz anders endet, als man es erwartet. Dieser Moment, wenn es immer eine bestimmte Person in der Klasse gibt, die du ganz nah an dein Gesicht ziehen, ganz tief in die Augen schauen und dann ganz zart zuflüchtern möchtest, halt dein verficktes Maul. Bei deiner Geburt sagte die Hebamme zu deiner Mutter, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Hurensohn. Deine Mutter ist so fett, auf den Klassenfotos war sie immer die hinterste Reihe. Das Geschäftsprinzip von Starbucks. Man steht 15 Minuten Schlange, um für 5 Euro einen Faust hoch mit überzuckerter Rattenpisse, welcher sich Kaffee schimpft, gefüllten Pappbecher zu bezahlen, auf dem ein grenzziviler Mitarbeiter mit übelsten Bohrarmschaben meinen Vornamen auf die nur falschmöglichste Weise draufkritzelt. Wieso mobbst du mich? Ich mobbe dich nicht, ich weise dich nur darauf hin, dass du scheiße bist. Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Ich habe weder die Zeit noch die Buntstifte, um dir das zu erklären. Tu der Welt mal einen Gefallen. Nimm deine Unterlippe, zieh sie über deinen zugeschissenen Schädel und schluck da mal ganz kräftig. Hey Süße, darf ich deinen Bauch von innen kitzeln? Erstens, bei Starbucks sagen, dass dein Name Mama ist. Zweitens, dann gehen. Drittens, von draußen einen Kerl zu hören, wie er verzweifelt nach seiner Mutter schreit. Ich mag den Winter. Im Park sind alle Enten festgefroren und man kann sie streicheln, ohne dass sie weglaufen. Merke, das fünfte Rad am Wagen ist das Wichtigste. Das Lenkrad. Ich ging mit einem 1000-Euro-Schein zu Kick und man gab mir dort gleich den Geschäftsschlüssel. Polizeikontrolle, Sie wissen, warum ich Sie angehalten habe? Weil meine Reifen wie Donuts aussehen? Einsparungen im Bildungssystem fordern erste Opfers. Mama, was wolltest du eigentlich, ein Junge oder ein Mädchen? Eigentlich wollte ich nur einen Film gucken. Yeah, gebt diesem Video einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und teilt dieses Video. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot davon und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.